Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Quintus und ich sage Welcome back to Doom. Wir starten genau dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind nämlich gestorben. Es tut mir leid. Aber ja, keine Ahnung. Ich sterbe irgendwie in jedem Level mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. Und das nervt mich so ein bisschen. Ich darf sie nicht befreien. Ja, kein Wunder, dass ich ständig sterbe, wenn ich so eine Scheiße baue. Ich sollte nicht die ganze gute Munition für diese kleinen Arschgesichter hier verschwenden. Diese Pinkies. So. Ach ja. Nein! Nicht schon wieder. Ich mach das immer so ein bisschen als Last Resort. This is my last resort, weil es uns halt immer wieder total viel Lebensenergie einbringt, wenn wir die alle mit der BFG abschießen. War's doch mit dem, ja. Gut, ich verlasse mich irgendwie so ein bisschen drauf, dass die dann tot sind. Sag mal, dann eben so. Wir können jetzt auch mehrere Ziele damit erfassen. Also in dieser Folge oder in diesem Level haben wir nicht große Probleme mit BFG-Munition, deshalb benutze ich die relativ großzügig. Aber ich wollte jetzt noch was anderes. Und zwar, wo ist denn der Berserker-Mount, den ich hier vorhin rumfliegen gesehen habe? Hallo? Da. Sehr schön. Hält auch relativ lange vor, ne? Ach, da ist einer. Jetzt komm her. Ja. Sag mir, was in deinem Kopf ist. Komm schon. Ja, den haben wir noch gekriegt. Ein Glück. Das läuft doch.
So ein bisschen Concentration. Wollen ja nicht wieder drauf gehen. Ich liebe diese Waffe. Gerade mit dieser neuen Funktion, wo sie... Also dieser Schuss ist dadurch viel stärker. Guck mal, wir haben schon wieder volle BFG-Munition. Sag mal. Bin so schlecht geworden. Ich weiß gar nicht warum. Und wir haben halt Zielfernrohr. Ah, jetzt geht das auf. Sehr cool. Warte mal. Die ganzen Opfergaben lassen wir uns sehr gefallen. Und der zweite, den wir befreien. Also irgendwie scheint es noch eine richtig krasse Vorgeschichte zu geben zu Doom. Die aber irgendwie nur so einigermaßen erzählt wird. Unser Freund wird zu Glühwürmchen. Warte mal. Es gibt nämlich etwas, was ich gerne überprüfen wollte. In diesem Video, wo ich leider das eine Secret gesehen habe, gab es nämlich auch noch einen anderen Hinweis. Ist das nicht eine Runenprüfung da oben? Nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, nur das Auge von diesem Vieh. Aber ich gucke mir das mal an. Vielleicht kommen wir da irgendwie rüber. Nö, ist nur Feuer. Okay. Dann down we go. Hier ist dann die dritte Tür. Die habe ich, wie gesagt, beim ersten Mal auch gefunden. Das war auch die Herausforderung, also alle drei von diesen Schaltern finden. Und wir machen heute wahrscheinlich eine kleine Sonderfolge, wo wir einfach das Spiel dann auch abschließen. Also es wird vielleicht ein bisschen länger dauern als gewöhnlich, aber du wirst das ja schon gesehen haben. Bloß wenn ich das nicht mache, wird die nächste Folge ultra kurz. Und das möchte ich uns eigentlich ganz gerne ein bisschen ersparen. Ich bin mal wieder fies. Ja, ist ja gut. Ich fange ja an. Schon gut. So, das ist die letzte große Arena. Und sie startet gut, muss ich sagen. Auf die habe ich einfach keinen Bock. Die mache ich so platt. Wenn sich das schon anbietet. Weg da. Wie wir ihn einfach mit Plasma eindecken. Komm, stirb. Sehr gut. Hier reiße ich den Arsch auf, mein Freund. So, wir gehen mal in das Portal. Das bringt uns nämlich wieder an einen schönen Ort, wo... Hör auf, hin und her zu rennen, du Arschloch. Sich nicht verstecken. Du hörst mir.
Warum versuche ich das mit dieser Waffe bei diesem kleinen, flinken Typ? Bisschen konzentrierter spielen, ich weiß. Weißt du, dass ich mich selber immer total runtermache während dem Spielen? Das ist echt nicht cool. Man sollte nur positiv von sich selbst reden. Das ist eins der Geheimnisse des Glücks. Das habe ich auch in Dead Space schon mal gesagt. Ja. Meine Sackgesicht. Wie kann ich eigentlich 1000 Mal daneben schießen, wenn der einfach bloß an der Wand hängt? Das ist halt ein bisschen doof, wenn bei einer Welle immer bloß noch einer übrig bleibt. Und dann erst die neue Welle gestartet wird. Genau. Komm, zeig mir noch ein paar. Ich will das nicht verschwenden. Wobei ich es für die Großen eingesetzt habe, also das war schon okay. Wo ist er hin? Wo ist er? Ups. So. Nochmal was zu essen für dich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei der BFG ist es wichtig, dass man einfach mal quer durch den Raum schießt. Die macht dann schon alles. Also die macht schon den Rest. Was? Was? Was, was, was? Schreck mich doch nicht so. So, sehr schön. Ja, und wir sind erst bei der Hälfte. Du darfst dich heute auf was freuen. Wo ging das jetzt auf? Da drüben. Okay. Dort, wo das Licht leuchtet. Ja, also wir werden nachher keinen Abspann haben. Das tut mir echt leid und ja, ich entschuldige mich schon wieder, ich mache mich schon wieder selbst runter, aber ich bin halt ein krasser Perfektionist. Und gerade wenn bei mir selber irgendwas nicht läuft, so wie ich es mir vorstelle, dann bin ich eigentlich immer total frustriert und genervt und ja, weißt du, wie es ist. Da weint jemand. Ich weine auch, weil ich es versaut habe. War das hier? War das hier? Ich habe das nur ganz kurz gesehen, deshalb weiß ich, dass es hier irgendwo noch ein Secret geben muss bei einem von den Dingern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es... Wir können in diesem Kohlebecken angezündet werden? Das ist seltsam. Ich weiß, dass es das hier geben muss. Hier? Nee. Also hier muss es irgendwo noch so eine Figur geben. Irgendwo konnte man so einen Gang runtergehen, also so ein... Hier genau sowas. Und dann, Schatz, Kohlebecken. Und dann hat man da noch irgendwie so eine kleine Höhle gefunden und dann war da so ein, Secret drin. Also dann war da so eine kleine Figur drin noch. Naja, ist egal. Wir sind voll ausgerüstet und wir gehen jetzt natürlich, ich will jetzt nicht hier rumeideln. Sorry. Ich bin leicht verwirrt. Wie gesagt, ich habe heute gearbeitet. Und wo geht denn das hier lang? Er hat ja vorhin von dort hier rüber gezeigt, ne? Also da lang. Gut. Ah ja, genau. Vielleicht benutze ich die Jungs als Thumbnail, deshalb...
Ja, nee, ich benutze was anderes als Thumbnail. Wirst du gleich sehen. Down we go! Na, Olivia? Sie haben mir so viel versprochen. Weiß. Dein Fehler war... Dein Fehler war, ihm zu vertrauen. Die sind ja eigentlich Wissenschaftler, die meinen es ja eigentlich gut. Oh Gott. Ja. Seitdem ich klein war, ist dieser Typ aus Ninja Turtles ziemlich gewachsen. Und schneller geworden. Hör auf, hier rumzuspringen. Immer schön ins Gesicht. Läuft bisher ganz gut. Scheiße. Ich möchte nach Möglichkeit nicht sterben. Nein! Du kannst gar nichts. Bin voll reingesprungen. Nein, geh weg. Und einfach mal unter ihm durch. Immer schön auf die Weichteile, weißt du? So, jetzt werde ich nochmal was anderes mit ihm machen. Das hätte ich jetzt nutzen sollen. Sogar schon gereicht. Fuck it. Zieht ihm das gar nichts ab? Scheiße. Wie er auch immer mehr kaputt geht. Scheiße. Kann sich schon kaum mehr bewegen. So, das war's wohl. Ach ja. Und ich habe mich so Schrott gelacht. Das ist einfach so übertrieben. Boom! Ja, und wir haben einen extra freigeschaltet in Arachnohirn Goldmodell. Du
hast gewonnen. Es ist vorbei. Du hast die Invasion aufgehalten und das Portal geschlossen. Aber das hatte seinen Preis. Argent, Vega, diese ganze Operation. Nun, ich habe dich beobachtet und verstehe dich jetzt besser. Du glaubst, du musst sie alle töten, dass nichts zurückbleibt. Und vielleicht hast du recht. Aber wir können nicht alles abschalten. Ohne Argent-Energie wird es nicht gehen. Ich erwarte nicht, dass du das auch so siehst. Aber hiermit können wir unsere Arbeit fortführen. Ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich tue, was ich tue, weil es keine andere Wahl gibt. Leite Kettenkoordinaten um. Abgeschlossen. Mehr Zeit haben wir nicht. Ich kann dich nicht töten. Aber du wirst uns auch nicht im Weg stehen. Wir sehen uns wieder. Das ist doch mal ein Versprechen. Ja, mega Cliffhanger, mit dem dieses Spiel endet. Es tut mir echt leid, wir kriegen jetzt keinen Abspann, sondern kommen automatisch zurück ins Hauptmenü. Der Abspann, das waren nur ein paar hübsche Bilder nochmal und ein bisschen Musik und dann noch halt die ganzen Credits. Sorry dafür, es ließ sich nicht anders lösen, sonst hätte ich halt alles nochmal machen müssen. Also ich hätte quasi das ganze Spiel bis zu einem bestimmten Punkt nochmal spielen müssen und sorry, aber dafür fehlt mir echt die Zeit. Also ich habe ja so schon kaum Zeit neben Arbeit und so weiter und so fort und bin froh, dass ich einigermaßen Folgen nachlegen kann. Es gab hier in Doom auch schon eine richtig große Pause. Danke, das wollte ich sagen. Zwischendrin wurde dann Dishonored abgeschlossen und jetzt geht's halt mit Doom weiter und jetzt ist Doom endlich auch abgeschlossen. Ich weiß auch schon, was ich als nächstes Projekt machen werde. Ich werde das jetzt auch verraten. Es ist nämlich, heute ist der 10.8. und am, glaube ich, 27. Oktober kommt der zweite Teil von Wolfenstein raus. Und den ersten Teil habe ich aber noch gar nicht hier auf dem Channel und deshalb werde ich den ersten Teil jetzt mal vorlegen. Werde ganz viel Gas geben, dass ich den ersten Teil bis zum zweiten Teil abgeschlossen habe und dann lege ich gleich den zweiten Teil nach. Also das ist das, was als nächstes auf uns zukommt. Ich hoffe, du hast da genauso Bock drauf wie ich. Ist auch ein Bethesda-Game. Und ja, so geht's auf dem Channel weiter. Ich hoffe, du bleibst treu. Es ist jetzt doof, dass es so gelaufen ist und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darüber ärgere. Ich hoffe, dass es für dich okay ist. Nochmal zu Doom gesagt, Doom ist mega geil. Ich glaube, es ist noch viel geiler, wenn du es selber spielst. Ich empfehle dir, es dir mal zu kaufen. 10 Euro sind drin, denke ich. Ja, musste sich viel Kritik stellen, dieses Spiel. Dadurch, dass es eben, ja, es ist halt hauptsächlich Arena-Kampf. Aber es geht ja hauptsächlich darum, mal ein bisschen deine Wut auch mal rauslassen zu können, einfach mal ohne schlechtes Gewissen Massenmord zu begehen. Und ja, keine Ahnung. Bethesda, ihr seid mittlerweile meine Lieblings-Videospiele-Firma. Ihr macht alles richtig. Danke für alles. Danke, dass ihr auch uns Let's Playern ermöglicht, eure Arbeiten hochzuladen und so weiter und so fort. Und ich bin begeistert. Also mir hat das Spiel mega gefallen. Ich hoffe, dir auch. Schreib es mir in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir das Let's Play und auch die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, wahrscheinlich Wolfenstein wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin und sage bis dahin, ciao. As I was saying, the universe is just doomed. Doomed, doomed, doomed.